Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Wir machen weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar, Flugstunde steht gleich an. Ich wollte aber erstmal die Zaubertränke holen. Oder mache ich... Nein, wir machen erst die Flugstunden. Das hier mache ich dann einfach mal für mich, dann, weil das dauert, glaube ich, ein bisschen mit Zaubertränke. Ich weiß nicht, ob wir die dann auch noch brauen müssen oder was. Wir machen Flugstunde. Das hier mache ich dann so nebenbei. Okay. Flugstunde. Das interessiert mich gerade auch ein bisschen mehr, um ehrlich zu sein. Hier ist das Ding wieder. So. Da war auf jeden Fall nichts. Wir müssen hier lang. Geradeaus. Hier gleich nach draußen. Oh, laden. Okay, fertig. Was ich aber eben machen möchte. Nö, ist eigentlich auch egal. Eulenpost, ja, egal, das lese ich mir oder lesen wir uns gleich durch. Oh, jetzt sind hier Ringe. Die waren vorher nicht da. Oh Gott, ich hoffe, das wird nicht zu kompliziert mit dem Fliegen. Was meint ihr, wer fällt zuerst vom Besen? Du. Ich? Ich Ich dachte, hoffe es nicht. wäre schwer, sich an einen Schlafsaal zu gewöhnen. Aber ich mag die Gesellschaft. Und die Ja. Jungs nerven. Die Geräusche aus ihrem Schlafsaal klingen, als würden wir neben Alraunen schlafen. Oh. Regeln gegen Tierwesen in Schlafsälen sollten durchgesetzt werden. Nur weil es ein Knuddelmuff war. Boah. Okay, krass. Wir gehen rein. Alle nehmen sich einen Besen. Und dann fangen wir an. Mr. Clopton, passen Sie bitte auf. Verzeihung, Madame Kogawa. Bitte begrüßen Sie alle nun den Neuzugang in unserem Flugunterricht. Willkommen. Hallo. Hallo. Ziel ist es heute, Sie alle daran zu erinnern, wie Sie sicher mit dem Besen manövrieren. Denn in erster Linie ist der Besenflug ein Transportmittel. Ich fürchte allerdings, einige haben das vergessen. Sturzflüge, Rollen und Loopings werden in diesem Kurs nicht gelehrt und auch nicht toleriert. Das überlassen wir professionellen Quidditch-Spielern, wie den Toyohashi Tengu. Kein Fan, nehme ich an. Nun, dann wollen wir mal sehen, wie gut Sie alle in den Sommerferien geübt haben. Nur zu Ihrer Erinnerung, treten Sie an den Besen heran, sagen Sie hoch, laut und deutlich, legen Sie Ihr Bein über ihn und lassen Sie Ihr Gewicht auf dem Sitz ruhen. Hoch! Danke. Los! Jetzt Sie! Hoch! Hoch! Hoch, du dämlicher Schulbesen! Hoch! Das eine Bein links und das andere rechts. Ich will hier keinen Damensitz sehen. Da weht es sie direkt vom Besen. Kein Damensitz. Und sobald Sie beim Fliegen meine Pfeife hören, landen Sie auf der Stelle. Oh, das Pfeifen hören aber. Gut. Nun, als erste Lektion fliegen Sie durch alle Ringe im Innenhof. Mein Besen ist kaputt. Ich brauche einen eigenen Besen. Die Besen sind Schuleigentum. Ich möchte sie ich in einem Ich glaube, langsam habe ich den Dreh zurückhaben. raus. Was reden die denn gleichzeitig? Was soll das denn? Gut gemacht. Da Sie sich nun an Ihren Besen gewöhnt haben, sehen wir mal, wie Sie eine eher fortgeschrittene Übung meistern. Erzähl, was denn? Der nächste Satz Ringe führt sie über das Gelände und fordert sie etwas mehr. Okay, halte R2 gedrückt, um schneller zu werden und in den Vorwärtsflug überzugehen. Ein Ausschalten, Fluggeschwindigkeit L3. Sinken, okay. Diese Aussicht. Wo müssen wir hin? Hallo, schöner Tag zum Fliegen. Das alte Bootshaus. Ich wünschte, du hättest die Überquerung des Sees der Erstklässler erlebt.
Na endlich! Wir haben einen Besen, also zumindest erstmal ein Leihgerät. Ist ja noch nicht mal unser. Müssen wir der Schule einfach mal klauen jetzt. Wow! Unser aquatischer Nachbar lässt sich auch ab und zu mal blicken. War das Loch Ness oder was war das? Nicht übel. Ich kann halt nicht beschleunigen, also schneller geht nicht. Wieso ist er denn so schnell? Gut gemacht. Hast du kurz Zeit? Ich habe gesehen, wie du durch diese Ringe geflogen bist. Offenbar hältst du dich auf dem staubigen Schulbesen ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass du bereit für größere Herausforderungen bist. Aber ich bin zu voreilig. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Everett Clopton. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ein Gryffindor wie du an einem Flugabenteuer interessiert wäre? Klar. Dem kann ich nicht widersprechen. Was schwebt dir vor? Einen kleinen Umweg sozusagen. Folge mir. Die Führung beginnt in Kürze. Bitte mir nach. Gerade fliegen wir direkt über den Verwandlungshof. Wie immer malerisch. Hoffentlich trinkt der Schulleiter seinen Tee heute nicht am Fenster. Toll, über den Dingen zu schweben, oder? Wir schweben nicht, wir fliegen. Da sind die Gärten. Die Fenster des Hufflepuff-Gemeinschaftsraums sind gerade so zu sehen. Ich bräuchte ja mehr Platz. Wie kann Everett so schnell fliegen? Ein nützlicher Trick. Lehne dich für einen Temposchub nach vorne. So entkommst du schnell aus brenzligen Situationen. Das gefällt mir schon viel besser. Bist du zufällig ein halber Hippogreif? Da ist die berühmte Brücke. Denk nur an all die Magie, die sie aufrecht hält. Sieh sie dir an. Und die Eulerei. Das nenne ich doch mal solide Baukunst. Flugtipps und ein Abstecher nach Hogwarts. Das ist eine tolle Führung, Everett. Ja. Hier oben auf dem Eulenturm war ich schon. Kugawas Pfeife. Unser Ausflug ist zu Ende. Wir sollten schnell zurück. Schon entdeckt. Wird gepfiffen, ne? Schon entlassen. Geben wir schnell die Besen ab. Steig hier ab. Oh, warte. Halten wir schnell ein aus, weil glaub, absteigen. Und wo waren sie beide? Da vorne links, da vorne rechts. Oh, hallo, Professor. Wir wollten nur noch etwas üben. Die Missachtung meiner Anweisungen hat einen erheblichen Punktabzug zur Folge. Mr. Clopton. Ich bin enttäuscht von Ihnen. Sie sind in diesem Kurs, weil Sie sich selbst und Ihrem Besen nicht den gebührenden Respekt erweisen. Aber Professor... Genug! Der Unterricht ist beendet. Und Sie sollten zukünftig an Ihrem Urteilsvermögen arbeiten. Kopf hoch! Das war recht gut geflogen. Das war mein erstes Mal. Die Sache mit Kogawa tut mir leid, aber du musst zugeben, dass sich die Aussicht gelohnt hat. Dieser Umweg war es wert, ein paar Hauspunkte zu verlieren. Du machst dich ganz gut auf dem Besen. Mit einem schicken Modell könntest du sicher Runden um Imelda fliegen. Sie ist Kogawas Liebling. Mit einem eigenen Besen könnte ich ihr einiges zeigen. Leider muss ich den Schulbesen nach dem Unterricht zurückbringen. Vielleicht sollte ich einen Besen kaufen. Ja, wenn du das kannst, würde ich auch gern. Ich empfehle einen Besuch bei Albie Weeks von Spinwitches in Hogsmeade. Er testet ständig neue Modelle. Ich werde am Himmel nach dir Ausschau halten. Wenn ich mir bloß den Funkelfunkenbesen bei Spinwitches leisten könnte, das wäre ein Spaß. Funkelfunkenbesen. Funkelfunken. Was meint ihr?
Ich meine, ich glaube... Madame Kogawa, was da im Unterricht passiert ist... Verlieren wir kein Wort darüber. Der Punktverlust für Gryffindor sollte Sie in Zukunft von derlei Unsinn abschrecken. Professor Weasley bat mich, Sie ein paar zusätzliche Zauber zu lehren, also halten Sie Ausschau nach einer Eule von mir. Sie können auch jederzeit vorbeikommen, wenn Sie Fragen haben. Okay, Ausschau nach einer Eule halten, das können wir am besten mit dem Besen, oder? Oder wir gehen zum Eulenkram da oben. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal einen Besen, wenn wir können. Wenn das möglich ist. Hogsmeade. Der Raum der Wünsche im Schatten der Krypta. Anspruchsvolle Lieferung. Erscheinungsbild ansprechen. Okay, das machen wir gleich. Oh, nein, ich wollte nicht ganz raus. Karte. Wir gehen auf die... Ups. Da. Hogsmeade. Wo ist der Besenkram? Ist das das hier? Besen, ja. Dann gehen wir hier hin. Oh ja. Wenn das jetzt der erste Besen wird, dann auf ist schon mal Hogsmeade. Geil. Was ist hier denn? Noch so eine Kiste? Oder habe ich eine übersehen tatsächlich? Die ist doch im Haus, oder nicht? Oder ich habe die schon auf. Oder meine die kleine Kiste da? Oder das ist das Schloss. Ah, die ist oben drin. Können wir gerade nicht sehen, okay. Gut, wo ist die Hütte? Ist es... Ist der Laden hier? Ah, oh, ein neues Gesicht. Wunderbar. Hier war ich halt noch nicht drin. Ist das mit Auge? Nee, ohne Auge. Och, halt, wir verkaufen hier erst. Zurück, zurück. Dann sprechen wir mal mit ihm. Hallo, Mr. Weeks, nicht wahr? Albie Weeks, zu Ihren Diensten. Willkommen bei Spintwitches. Entschuldigen Sie, wenn Sie hier waren und nicht reingekommen sind. Der Laden ist zu, seit die Handelswege unterbrochen wurden. Ich musste bis London reisen, um meinen Lieferanten zu treffen. Und bin gerade erst wieder zurück. Zum Glück samt Inventar. Ich schätze, Sie haben Interesse an einem Besen? Ich hätte ein paar seltene Eibenweber, Glutsprintbesen, Silberpfeile und Windhauche. Egal, wofür Sie sich entscheiden, Sie werden zufrieden sein. Sie sind alle außergewöhnlich, was Qualität und Leistung angeht. Können Sie mir mehr über Ihre Besen sagen? Sie sind meine Leidenschaft. Jedes Detail eines jeden Modells. Wie etwa der Windhauch, bekannt für den hochwertigen Eschengriff. Eibenweber sind selten, weil manche Angst haben, sie zu fliegen. Liegt vermutlich am düsteren Ruf von Eibenstäben. Dann gibt es noch den Glutsprint, bekannt für sein schickes Aussehen. Mir wird fast schwindlig vor Freude, täglich mit Besen zu arbeiten. Einer der vielen Gründe, warum ich diesen Laden so gerne führe. Klingt nach einem beachtlichen Sortiment. Ich sehe mich mal um. Danke. Na, wonach suchen Sie heute? Erstmal wollen wir was verkaufen. Und zwar alles, was schlechter ist. Und ich glaube, das ist alles. Ich habe... Verdammt. Scheiße, ich habe das eine Item verkauft, was wir in den Raum der Wünsche bringen mussten. Oh je, hoffentlich kriegen wir da noch welche von. Das ist jetzt schlecht. Naja, vielleicht auch nicht. Der perfekte Besen für alle mit feurigem Temperament. Glutsprintbesen. Hogwarts Hausbesen, ein Besen, der verzaubert wurde, damit du mit Stolz dein Haus noch kurz feiern kannst. Mondraketenbesen. Dieser hochwertige, aus Esche gefertigte Besen steht für außerordentliche Stabilität. Windhauchbesen, ein stilvoller Besen, der leicht zu handhaben ist. Wirklich. Eibenweberbesen, ein komfortabler und schneller Besen mit einem einzigartigen Webenmuster. Ich bin für den hier. Ich weiß noch nicht, ob hier jetzt wirklich Unterschiede so sind. Besenvorschau. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Oh, der sieht nice aus, ne? Hm.
Mondraketen, okay, Stabilität. Der hat vorne noch eine Lampe dabei, ne? Der hat eine Lampe dran. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Ich bin für den hier. Ich weiß nicht warum. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Kaufen, weil es ein schneller Besen ist. Sie werden diesen Besen lieben, das verspreche ich Ihnen. Vielleicht sollten wir irgendwie alle, ja, alle nicht. Ja, wir lassen es bei einem. Schade, dass ich das Item gerade verkauft habe. Naja. Ärgert mich gerade ein bisschen. Danke fürs Vorbeischauen. Es kann zwar jeder Besen gegenüber den Übungsbesen aus Kogawas Kurs verbessert werden, aber sie sind alle eingeschränkt. Sie sehen aus wie jemand, der an Flugverbesserungen interessiert sein könnte. Ich höre. Ha! Ich wusste, dass ich bei Ihnen richtig liege. Sie werden mit der Leistung jedes Besens auf geringer Höhe sehr zufrieden sein. Aber im Steigflug lässt die Geschwindigkeit langsam nach. Ich glaube, dieses Problem kann ich beheben. Ich habe da schon ein paar Ideen für Verzauberungen. Verbesserungen, könnte man sogar sagen, die jeden Besen aufmotzen. Ich brauche jemanden, der einen Besen fliegt und mir davon berichtet, damit ich die Verbesserungen vollenden kann. Zufällig weiß ich, dass Imelda Reyes, eine Hogwarts-Schülerin, auf stillgelegten Besenstrecken Wettflüge durchführt. Schlaues Mädchen. Die ideale Möglichkeit, um Flugdaten zu sammeln. Wenn Sie die Bestzeit schlagen können, berichten Sie mir bitte, wie der Besen sich verhalten hat. Dann könnte ich die erste Verbesserung abschließen. Wie sieht's aus? Klingt interessant. Mal sehen, was ich tun kann. Danke. Es soll Ihr Schaden nicht sein. Wenn ich recht habe, motzt die neue Verbesserung Besen in jederlei Hinsicht auf. Und ich kann Ihnen ein Sonderangebot machen. Die Wettflüge dürften auch Spaß bringen. Gehen Sie zum Quidditch-Feld. Da kümmert sich Imelda Reyes um Sie. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Imeldas Zeit geschlagen haben. Rebellion. Ja, kann ich einfach Bescheid geben. So. Mr. Weeks Enthusiasmus ist bewundernswert. Kaufst du mir bitte nochmal die Handschuhe heute ab hier. So. Ich krieg gleich Danke das Metall hier. Hoffentlich bis bald. Okay. Ich kann den Besen da rechts nicht nutzen, verdammte Axt. 800 Meter. Puh. Weltkarte. Oh, müssen wir halt laufen, ne? Hogwarts. Das Quidditch-Ding. Da müssen wir hier irgendwo hin. Ausgang, kann man sich da... Ja, teleportieren wir uns dahin. Das ist am dichtesten dran. So, wir hoffen, dass wir gleich unseren Besen dann mal benutzen können. Nur noch 200 Meter. Ja. Das ist schon mal schön. Dann fehlt ja nicht mehr viel, dann müsst ihr auch bald das Reittier kommen, nehme ich an. Reyes? Albi Weeks schickt mich. Ach ja? Er bastelt also noch an seiner Besenverbesserung. Ich wollte ihm mal helfen, aber dann hat er nur meine Flugtechnik kritisiert. So eine Frechheit. Warum zieht er dich in seinen Besentest-Quatsch mit rein? Du hast doch gerade erst mit dem Fliegen angefangen. Hat er von deiner tollen Flugstunde mit Clopton gehört? So war das doch gar nicht, oder? Du klingst eifersüchtig. Du klingst eifersüchtig. Da ist wohl jemand neidisch auf mein Können auf dem Besen. Ich? Kapitänin von Slytherin? Eifersüchtig auf dich? Alle wissen doch, dass der Unterricht nur für Anfänger, Störenfriede und Stümper taugt.
Aber aus irgendeinem Grund halten dich die Leute jetzt für Konkurrenz. Das geht so nicht. Vielleicht bin ich ja Konkurrenz. Du bist ja nicht mal in Slytherin. Könntest auch glatt ein nutzloser Squib sein. Es reicht. Es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, wer besser fliegt. Ich halte einen Rekord auf dieser Strecke. Kannst du ihn schlagen? Slytherin gegen Gryffindor. Kannst du mir mehr über diese Strecken sagen? Willst du etwa Zeit schinden? Na schön, wenn's sein muss. Diese Strecke erfordert Konzentration. Du musst vor jeder Kurve Tempo und Höhe bedenken. Die anderen testen die Ausdauer. Es sind drei Strecken, vor Ewigkeiten von Ehemaligen gebaut. Seit Black Quidditch gestrichen hat, gibt es diese Strecken oder nichts. Ich habe sie wieder populär gemacht. Die ganze Schule will dabei sein. Na dann, zeig doch mal, was du drauf hast, Frischling. Ach, warum nicht? Ich schlage deinen Rekord. Ich freue mich schon so drauf, dich verlieren zu sehen. Tja, ein andermal vielleicht. Stecken wir doch weg. Super! Oh. First try, Leute, first try. Na siehste, first try, habe ich doch gesagt. So, okay, verlassen oder? Aua. Verlassen. Easy. Gucken, ob sie jetzt voll eifersüchtig ist. Ich glaube wohl. Du hast doch geschummelt. Na gut, du hast gewonnen. Es ist noch nicht vorbei. An nur einem Rennen kann man kein Talent festmachen. Mein Sieg bedeutet schon etwas. Du bist schon nicht schlecht. Aber wenn du meinen Respekt verdienen willst, musst du dich noch beweisen. Herausforderung angenommen. Vielleicht hast du es ja doch drauf. Wir werden sehen. Aber mach dir keine Hoffnung. Die nächste Strecke bei Irondale ist eine weit größere Herausforderung. Versuch doch, dich mit noch einer Runde hier vorzubereiten. Melde dich am Podium, bei der Bestenliste. Dort siehst du deine Zeit und kannst das Rennen starten. Wir sehen nächstes Mal, ob dein Sieg mehr als nur Glück war. Bei einer Erledigung für Albie Weeks. Da bist du ja. Der Duellant, den es zu schlagen gilt. Rennen Bestenliste ansehen, ja. Oh, 1,32. Mr. Weeks hört sich ja gern, wie ich mich geschlagen habe. Rennen starten. Ist das dasselbe nochmal? Geschafft. Oh, unten war oben war unten. Entschuldigung.
Super! Wunderbar! Das war ganz schön fix, mein Junge. Nein! Ich habe so ein Ding vergessen. Oder der Besen ist halt noch nicht schnell genug. Das kann natürlich auch sein, dass wir den erst verbessern müssen. Aber wir haben ja auch volle Geschwindigkeit. Perfekt! Mit den Blubberblasen. Aber schneller können wir halt nicht sein. Der Anfang, der war ein bisschen... Ah, jetzt habe ich nochmal eine Blase vergessen. Ich habe am Anfang nicht so schnell fliegen sollen, ne? Okay. Wir haben uns zwar verbessert, aber da fehlt noch ein bisschen. Okay, dann gehen wir nochmal 800 Meter zurück. Ja. Aber können wir denn jetzt den Besen nutzen? Nochmal so eben... Ja. Guck mal, dann fliegen wir doch eine Runde dahin. Oh ja, und noch etwas. Irgendwie den höchsten Punkt, da habe ich eine Trophy gesehen. Den höchsten Punkt erreichen von dem Schloss. Ich denke anders. Ich nehme an, ne, dieser... Hier war ich aber schon. Kann man noch höher? Oh, wir können gar nicht höher fliegen. Es geht nicht höher. Ich weiß nur, dass es Trophy gibt in den höchsten Punkt hier. Kann man da landen, da drauf? Da ist ein Schloss. Kein Zugriff. Ich... Stufe 3, also hier oben... geht's auf jeden Fall noch hin. Okay. Schön, schön, das zu wissen. Ja, dauert halt tatsächlich noch ein bisschen, aber es ist schon mal cool, wir sind mobil. Wir können jetzt halt immer mal wieder den Besen nutzen, das ist schon mal echt nice. Ich denke mal, dieser Besen hier ist für Rennen und dann gibt es die anderen halt noch für irgendwelche anderen Sachen. Ich weiß nicht, Geschicklichkeit oder so. Vielleicht wird das auch noch eine Sache, eine Rolle spielen hier irgendwo. Dass man dann tatsächlich so mehrere Besen kaufen soll. Zumindest einen zweiten noch. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Da kommt man nicht rein mit dem Ding. Ist Besen komplett verboten. Kann er nicht mal drüber wegfliegen? Warum nicht? Ah, Sie sind zurück. Hoffentlich mit neuen Infos. Mr. Weeks, ich habe auf meinem Besen den Rekord gebrochen. Unglaublich. Miss Reyes muss außer sich sein. Und? Wie war der Besen? Etwas unruhig und er könnte schneller sein, aber er hat sich gut geschlagen. Ich muss aber sagen, dass er in manchen Kurven einen Linksdrall hatte. Ich habe beim Abtauchen ein leises Wusch gehört. Oh, danke. Hm. Genau das wollte ich wissen. Abtrieb, was? Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Selbst die Pessimisten müssen zugeben, dass meine Arbeit von Anfang an Potenzial hatte. Warum sollte jemand ihre Fähigkeiten anzweifeln? Oh, sie würden sich wundern. Die Leute sind starrköpfig. Sie fürchten, man ruiniert nur alles, wenn man daran herumfummelt. Diese Leute wissen einfach das Gefühl der Freiheit nicht zu schätzen, das ein guter Besenflug bereitet. Und sie würdigen auch nicht den kreativen Prozess dahinter. Ich kenne jemanden in Rom mit einem Laden wie meinem. Sagt, dort sei es noch schlimmer. Natürlich machen sie nachmittags auch ein Nickerchen. Und wo wären wir ohne Verbesserungen? Hätte Elliot Smethwick sich von diesen Schwarzsehern einschüchtern lassen, hätten wir heute keinen Dämpfungszauber. Ich höre nicht auf sie.
Ich will mehr hören. Auf bald. Nee, ja. Ich bin schon ganz gespannt. Bei dieser Verbesserung habe ich ein sehr gutes Gefühl. Sie werden erfreut sein. Ich melde mich bald wieder. Das Problem der Höhe in Bezug auf die Geschwindigkeit lösen. Ungenutzte Talentpunkte. Oh, plus ein Talent. Ah, wir kriegen Talentpunkte dazu. Okay, das ist schön. Ich nehme an, wir müssen warten, bis er da irgendwie wieder eine neue Quest hat. Dann könnten wir jetzt... Ja, wir haben wieder 14. Dann können wir vielleicht doch alles machen. Dunkle Künste, ich bin da ja echt... Ich, wir haben zwar noch keinen davon, aber... Ich bin echt, ne? Also ich will das ja eigentlich schon haben, ne? Können wir ja noch übrig lassen. Oder ich nehme die sonst einfach schon mal. Der Einsatz von Incendio entfesselt einen Ring aus Feuer um dich herum. Ja, finde ich schon mal klasse. Nehme ich schon mal mit. Gegner in der Nähe eines mit Accio beschworenen Ziels werden ebenfalls zu dir gezogen. Weiß nicht, ob das immer unbedingt von Vorteil ist. Kommt drauf an, wie man dann danach zaubert, ne? Danach zaubert. Gegner in der Nähe eines mit Levioso levitierten Ziels werden ebenfalls levitiert. Oh, das ist auch nice. Wenn die in der Nähe sind, kommt man die alle hoch. So, wir sollten Weise wählen. Jetzt sind wir hier aber noch... was haben wir hier denn? Was ist denn das hier? Ja, also das mit den Flüchen hier, Stufe 5, Stufe 16, Stufe 22, das ist schon, ja, das will man schon, ne? So, wollen wir mal hier gucken. Basiszaubertreffer gegen Gegner in der Luft erhöht die alte Magieanzeige. Achso, erhöhen die alte Magieanzeige stärker. Ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Wenn du einen Zauber mit einem perfekten abgestimmten Protego blockst, sendest du zwei Projektile zurück auf deinen Gegner. Ein erfolgreiches Ausweichen unblockbarer Angriffe erhöht die alte... Oh. Von Stupor getroffene Gegner bleiben länger betäubt. Wir brauchen mal eine bessere Heilwirkung. Das ist auf jeden Fall schon mal... Das muss. Oder was hat er hier noch? Hier ein neues Zauberset wird hinzugefügt. Und eine Richtung wechseln. Oh, hier, yeah, ja, das ist wichtig. Lasse ich erstmal so. Basiszaubertreffer reduzieren die Abklingzeit von Zaubersprüchen. Das ist auch nice, ne? Wenn dann die Zeit hochgeht. Erfolgreiche Protego-Zauber erhöhen die alte Magieanzeige. Perfekte Protego-Zauber sogar noch mehr. Halte Ausweichen gedrückt, um plötzlich zu verschwinden und in der Nähe wieder aufzutauchen. Boah. Ein neues Zauberset wird hinzugefügt. Erstmal gedrückt, um eine Richtung freigeschaltetes Zauberset zu wechseln. Ja, einen haben wir jetzt erstmal. Der Mega-Power-Trank hat eine bessere Heilwirkung. Noch eine bessere. Ist
Ist das besser plus besser noch besser? Ein neues Zauber habe ich hinzugefügt. Oh, nochmal. Die Magiewurf fängt und wirft die Waffe von. So, ich denke, so lassen wir es erstmal. Ich will mal was übrig behalten, weil ich will hier eigentlich auf jeden Fall noch. Und ich weiß nicht, wie viel wir noch bekommen. Aber schön, dass wir was dazu bekommen. Also demnach, glaube ich, ist noch nicht das Letzte jetzt gewesen. So, hier sind wir gewesen. Was zeigt er denn jetzt bei Aufgaben an? Bei Aufträge? Korridor 7. Stocks. Einen Fluch mit Sebastian. Oh ja, das wird, glaube ich, cool. Das machen wir. Ist das denn die hier? Ja, ich denke schon. Das verfolgen wir. Da machen wir weiter. Gekonnt, verprasst. Gib 5 Talentpunkte aus. Weltkarte. Hogwarts. Dahin. Was haben Sie jetzt vor? Tja, einen Fluch zu lernen vielleicht? Das wäre nice. Hier drüben. Hi. Komm her. Schon spät. Sebastian, lange nicht gesehen. Stimmt. Schön, dass du meine Eule erhalten hast. Ich muss dir was zeigen. Lass mich dir erstmal danken für das, was du in der Bibliothek getan hast. Natürlich. Scribner wollte mich nachsitzen lassen, aber ich habe meine Mittel und Wege. Du hast den Kopf für mich hingehalten. Und das ist viel wert. Hast du gefunden, was du gesucht hast? Das habe ich. Aber da fehlte etwas. Vielleicht sollten wir woanders darüber reden. Verstanden. Wir können gleich weiterreden. In der Krypta. Nicht mal die Professoren wissen von diesem Ort. Hier lang. Was? Nicht mal die Professoren? Warum haben die denn hier was, sowas hier in Hogwarts? Genau hier gibt es einen Geheimgang. Sehr gut verborgen. Hier, wo kein Bild ist, vielleicht? Oder hier, da. Das ist schon verflucht. Ah. Geht man alleine rein? Nicht mit ihm? Wie hast du diesen Ort gefunden? Durch meinen Freund, Ominous Gaunt. Er. Revelio. Wir haben hier immer Koboldstein gespielt. Mit meiner Schwester, Anne. Sie liebte dieses Spiel. Wie gerne würde ich nochmal gegen sie verlieren. Hör zu, ich habe Ominous geschworen, diesen Ort zu schützen. Also behalte das hier bitte für dich. Er vertraut niemand anderem außer mir. Schon seit wir uns kennen. Das will ich nicht aufs Spiel setzen. Früher sind wir fast täglich hier reingeschlichen. Revelio! Was ist das für ein Gegenstand? Nicht identifizierter, ist das jetzt auch wieder was mit Raum der Wünsche? Ja. Und das sogar Gold. Okay, das ist sogar besser als das andere quasi. Sehr schön. Ich kenne Ominous aus dem Zaubertrankunterricht. Oder Kräuterkunde? Er findet sich mit seinem Zauberstab im Schloss zurecht. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht wie. Ominous wurde blind geboren. Da hilft kein Zauber. Es ist fast so, als hätte sein Zauberstab ein Bewusstsein. Würde mich nicht wundern. Ollivander sagt immer, der Zauberstab wählt den Zauberer. Hat er so diesen Ort gefunden? Nein, jemand in seiner Familie wusste davon.
Die Gorns sind voller Geheimnisse. Ich habe noch nie jemand anderen davon sprechen hören und auch noch nie jemand anderen hier gesehen. Erzähl das niemandem, besonders nicht Ominous. Er hat für seine Familie oder ihre Geheimnisse nichts übrig, aber dieser Ort bedeutet ihm viel. Verstanden. Aber warum hat Ominous für seine Familie nichts übrig? Die Familie seines Vaters stammt direkt von Salazar Slytherin ab, einem der 4 Gründer von Hogwarts. Die meisten von ihnen sind besessen vom Blutstatus. Ominous kann sie nicht ausstehen, wie er dir gerne bestätigt. Wie dem auch sei, die Krypta war der perfekte Ort, um sich vor neugierigen Blicken zu verstecken und sogar verbotene Zaubersprüche zu üben. Ach ja? Zum Beispiel? Den Explosionszauber. Die Professoren sagen, der Zauber sei nicht geeignet für Schüler. Eine magische Ausbildung sollte sämtliche Magie umfassen. Genau mein Gedanke. Ein Zauber wie Confringo ist nur in ungeübten Händen wirklich gefährlich. Solche Zauber sollten lieber richtig gelehrt werden. Ehrlich gesagt interessiere ich mich eher für feurige Formen der Magie. Aber du solltest ihn lernen. Ich kann ihn dir hier gefahrenlos beibringen. Na dann mal zu. Es kann dauern, bis man ein Gefühl dafür bekommt. Bewege den Zauberstab wie ich. Die Beschwörung lautet Confringo. Confringo. Also gut. Confringo. Du hast es raus. Bereit, es richtig auszuprobieren? Konzentriere dich aber auf die Ziele, damit die Krypta intakt bleibt. Versuch's mit diesen Armleuchtern. Beide sind nützlich, aber du wirst schnell feststellen, dass Confringo etwas weiter reicht als ein Spruch wie Incendio. Gehen wir mal hier in die Mitte. Ach, wir müssen ihn erstmal ausrüsten, ne? Der ist das. Explosionszauber. Okay, dann, Nee, machen wir X. Oh, jetzt habe ich natürlich. Ist egal. Kreis können wir, glaube ich, auch wieder leeren oder auch nicht. Nee. Keine Ahnung, ist egal. Confringo! Wie ist das? Wow. Ich glaube, ich hab's. Gut gemacht. Wow, der ist, What? Wir haben alles jetzt frei, what? Dann machen wir... Oh, da kann man natürlich schon richtig geile Sachen dann drauflegen, ne? Dann machst du hier halt den hier. So, da den Knall machst du hier dann... Einen hier. Dann machst du noch zum Hinziehen. Ja, zum Hinziehen. Dann brauchst du das eigentlich schon, ne? Machst du den einfach da drauf und machst einfach den da oben drauf oder was? Ey, kannst halt geile Sachen jetzt erstellen, also so Kampfdinger oder wie auch immer, dann kann man halt mal umschalten und ist direkt auf, ja, einem anderen Slot zugange. Das ist natürlich mega. Tja, geil. Oder man macht hier halt nur... Boah, ja, da kann man sich einiges ausdenken. Okay, wir machen weiter. Ich muss sagen, das hat Spaß gemacht. Als ich mit Ominous das erste Mal Confringo übte, versenkten wir uns die Augenbrauen. Das hätte ich gern gesehen. Das hat uns lange verfolgt. Bis heute hat dieser Spruch etwas an sich, das süchtig macht. Das ist genau die Art von Magie, die ich lernen wollte. Ich kenne noch viel mehr.
Ich übe hier schon seit Ewigkeiten ähnliche Zaubersprüche. Allerdings habe ich Anne und Ominous nicht von jedem erzählt. Ich war schon länger nicht mehr hier. Ohne Anne ist es anders. Das mit deiner Schwester tut mir leid. Wenn ich irgendwas tun kann... Wenn ich wieder nach Feldcroft gehe, könntest du mitkommen und Anne treffen. Sie kann Aufmunterung gebrauchen. Sag mir wann und wir treffen uns. Sie vermisst Hogwarts. Sie sitzt zu Hause bei unserem Vormund Onkel Solomon fest. Leider musst du ihn auch kennenlernen. Einen neuen Schüler zu treffen, ist genau das, was sie braucht. Ich freue mich darauf. Prima. Übrigens, was hast du da vorhin in der Halle nicht sagen können? Wo soll ich da bloß anfangen? Du sagtest, bei deinem Fund in der Bibliothek fehlt etwas? Könnte es etwas mit Victor Rookwood zu tun haben? Er hat dich in Hogsmeade doch nicht wirklich mit jemandem verwechselt, oder? Dir entgeht wirklich nichts. Alles, was ich sagen kann, ist... Rookwood und Ranrock suchen etwas, das ich ihrer Meinung nach aus Gringotts gestohlen habe. Gringotts? Wann warst du dort? Professor Fig und ich sind nach dem Drachenangriff dort gelandet. Da war dieser Portschlüssel und... Ein Portschlüssel? Nach Gringotts? Nun, das ist alles etwas verworren. Ich höre. Du musst versprechen, dass das unter uns bleibt. Ich habe dir von der geheimen Krypta erzählt. Du kannst mir vertrauen. Na gut. Ich kann Spuren von alter Magie sehen. Alte Magie? Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, aber das sicher nicht. Was heißt das überhaupt? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass ich Spuren einer alten Magie sehe, die sonst kaum jemand wahrnimmt. Fig und ich glauben, dass Ranrock einen Weg gefunden hat, die Macht dieser Magie zu nutzen. Willst du damit sagen, dass die Kobolde vielleicht eine Art Zauberermagie nutzen? Genau das wollen wir herausfinden. Und diese Fähigkeit von dir, erlaubt sie dir auch, diese Magie zu nutzen? Ich weiß es nicht. Nun, wenn du es weißt, sag es mir. Ich studiere schon ewig archaische Formen der Magie. Vielleicht können wir einander helfen. Da mittlerweile sowohl Rookwood als auch Ranrock hinter dir her sind, denke ich, du solltest den Explosionszauber noch ein bisschen üben. Bleib hier, solange du willst. Und denk daran, dieser Ort bleibt unter uns. Wenn ich nach Feldcroft gehe, gebe ich Bescheid. Ich meine, es scheint ja jetzt so, als wäre es ein echt guter Kumpel, ne? Aber er ist ein Slytherin, ne? Revelium. Tja. Excellium. Confrictum. Kurz sagen, geht das jetzt nicht? Oh oh. Hallo Sebastian. Warte. Du da. Ich kann dich hören. Oh, hallo. Ominous, nicht? Ich glaube, wir haben Zaubertränke zusammen. Und Kräuterkunde? Die Stimme kenne ich. Hab dich in Zaubertränke mit Gareth Weasley reden gehört. Du bist neu in der fünften. Kommst du gerade aus der Krypta? Wie bist du da reingekommen? Der Raum heißt die Krypta? Ah, ich war auf Erkundungstour und fand mich plötzlich in einem seltsamen Gang wieder. Lüg nicht! Niemand stößt zufällig auf diesen Raum. Sebastian hat dir von ihm erzählt, oder? Wenn du irgendjemandem von diesem Ort erzählst, kann dir nicht einmal dein werter Professor Fig helfen. Mein Vater ist mit dem Schulleiter befreundet. Ich habe keine Scheu davor, das auszunutzen, wenn nötig. Glaub mir, Ominous. Ich sage kein Wort. Und Sebastian ist ein guter Freund. Du solltest ihm nicht gleich das Schlimmste unterstellen. Ich muss mir von dir nichts über meinen ältesten Freund sagen lassen. Schönen Dank auch. Ominous, ich meinte nur... Ich weiß, was du meintest. Sebastian handelt sich schon genug Ärger ein. Er braucht deine Hilfe nicht. Dafür wird sich Sebastian etwas anhören dürfen. Ja, okay. Ja, das war die Krypta und wir haben einen neuen Zauber gelernt. Ja, ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, lasst vielleicht ein Like oder ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen und seid auch bei der nächsten Folge wieder da.
bei Hogwarts Legacy. Mal gucken, was dann kommt. Uns erwartet ja noch einiges. Der Besen muss noch verbessert werden. Wir brauchen noch ein paar Zauber, ein paar Flüche. Und ja, beim nächsten Mal gibt es dann, trifft Professor Weasley auf dem Korridor des siebten Stocks. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und oder auch einen schönen Abend oder was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.